Mein Name ist Alexander Gröbner, ich bin Geschäftsführer vom Werdebezirk Oberpfalz und heute hier Referent am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Unsere Gesellschaft lebt von Solidarität. Gemeinsam zusammenstehen, den Sozialstand entwickeln, fortentwickeln, das funktioniert nur mit Solidarität. Und am 1. Mai, seit über 150 Jahren, erinnern wir Gewerkschaften an diese Solidarität. Und unter dem Motto ungebrochen solidarisch steht auch das heutige Referat im 1. Mai. Wir wollen heute gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern hier in Weidner auf diesen 1. Mai hinweisen, auf den Tag der Arbeit hinweisen und deutlich machen, dass wir für unsere Kinder, für deren Kinder unsere Zukunft gemeinsam gestalten wollen, solidarisch, ungebrochen solidarisch, hier heute mit uns. Ja, der 1. Mai, traditionell treffen wir uns hier zur Maikundgebung im Herzen unserer Altstadt und gedenken den Tag der Arbeit. Und ich glaube, der Tag der Arbeit ist auch im 21. Jahrhundert ein sehr, sehr wichtiger Feiertag. Es ging den Menschen damals darum, für faire und gerechte Arbeitsbedingungen zu sorgen. Und ich glaube, daran hat sich auch nichts verändert. Die Herausforderungen sind nach wie vor groß. Die Corona-Krise zunächst und danach der Ukraine-Krieg haben den Menschen viel abverlangt, insbesondere in den Lebenshaltungskosten. Deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass die Gewerkschaften deutlich höhere Lohnabschlüsse gefordert haben, damit Menschen einfach bezahlbaren Wohnraum haben, sich Energie auch leisten können. Und ja, die Herausforderungen rund um Homeoffice, die Entgrenzung von Freizeit und Arbeit, das sind nach wie vor Themen, die uns beschäftigen und vor allem die Arbeitnehmervertretungen. Im Namen des DGB Kreisverband Weiden-Neustadt darf ich euch, liebe Freunde der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die tagtäglich hart in den Betrieben, im Schichtdienst, am Samstag, am Sonntag, an Feiertagen arbeiten, recht herzlich begrüßen. Dieser Tag ist nicht normal. Dieser Tag muss sein und hat auch heute noch seine Bewandtnis, weil dieser Wert noch sehr, sehr oft viel zu wenig wertgeschätzt wird. Viele gibt es, die buckeln und buckeln und kriegen bei Weitem noch nicht das Geld, was ihnen zusteht. Und wenn wir Facharbeiter und Facharbeiterinnenmangel haben, dann gibt es nur ein Instrument. Und das gab es schon immer. Hört zu, was den Kolleginnen und den Kollegen unter den Nägeln brennt. Hört zu, was sie brauchen. Hört zu, wenn sie 40, 48 Stunden arbeiten und nicht mehr wissen, wie sie die Gasrechnung zahlen sollen, welche Sorgen und welche Nöte sie haben. Hört einfach zu und setzt euch mit Tarifvertrag an einen Tisch, lasst zu, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die eure im Betrieb verankerten Spezialisten, hört zu mit ihnen, setzt euch am Tisch und lasst Betriebsräte gründen und redet mit ihnen auf Augenhöhe. Das ist der Wunsch, den wir heute haben. Und ein so einen Fixpunkt, wo mich, also ich bin fast 40 Jahre jetzt heuer in der Arbeit, wo heute der Tag nicht verloren ist und wo mich zuversichtlich nach vorne schauen lässt. Ein so ein Fixpunkt ist, du hast mir gerade gesagt, Dirk, am 5. August 21 begann euer Kampf. Macht euch mal bemerkbar. Brunner, wo seid ihr? Es ist klasse, dass ihr hier seid. Und ich darf begrüßen von der Gewerkschaft NGG Nahrung, Genuss und Gaststätten Dirk Stockfisch. Er kann kurz mal berichten, was für einen Kampf habt ihr hinter euch, welchen Mut habt ihr bewiesen und ihr seid am richtigen Stelle, am richtigen Fleck und ihr rockt das Ding. Herzlichen Glückwunsch für euren Kampf. Wir sind heute zum ersten Mal hier mit Kolleginnen und Kollegen der Bäckerei Brunner. Die haben es nämlich geschafft und haben in 60-jähriger Familientradition, wie das Unternehmen existiert, erstmals im letzten Jahr einen Betriebsrat gegründet, Kolleginnen und Kollegen. Ja.
Und aus Dank ist dieser Bäcker aus der Bäckerinnung ausgestiegen. Das heißt, er hat die Tarifbindung verlassen, Kolleginnen und Kollegen. Und das kann nicht sein! Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, Kolleginnen und Kollegen. Es kann nicht sein und es ist unsäglich, Mindestlohn zu bezahlen für Fachkräfte. Das haben die Kolleginnen und Kollegen nicht verdient. Und aus diesem Grund werden wir kämpfen, werden wir für die Tarifbindung auch bei der Bäckerei Brunner kämpfen, Kolleginnen und Kollegen. Erst einmal herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier in Weiden sprechen darf. Ich bin mit mehreren Hinweisen heute hierher gekommen. Also die ersten Hinweise sind von meinen Töchtern. Sie haben gesagt, Papa, du hast 3 Sätze. Ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab bei allen Deutschlehrern und Deutschlehrerinnen, dass es möglicherweise ein bisschen länger dauert. Ein Kollege hat mir vorher gesagt, also 5 Minuten länger sollst du nicht reden. Auch das will ich nicht halten können. Also seht es mir bitte nach. Ich versuche, mich natürlich kurz zu fassen. Ja, Solidarität. Der Sozialstaat, in dem wir heute leben, den wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter tagtäglich verteidigen, für den wir kämpfen, für den wir eintreten, wo Arbeitgeberverbände jeden Tag die Axt anlegen wollen, der ist von euch, von euren Eltern, von euren Großeltern und den vorherigen Generationen geschaffen worden. Er ist uns in die Hand gelegt worden und darum ist es umso wichtiger, dass wir als Beschäftigte, als heutige Generation im Arbeitsleben täglich für diese Solidarität und den Sozialstaat eintreten. Darum freut es mich so, dass ihr heute hier in Weiden zum 1. Mai gekommen seid und für diesen Sozialstaat eintretet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in diesem Jahr, Anfang des Jahres, gehört, dass mittlerweile 60% der Krankenhäuser in Deutschland nicht zuletzt wegen der Energiekrise in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Das hat nichts mit Unternehmensführung an sich zu tun, sondern es hat mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Und wenn wir dann hören, dass es gut war, in der Pandemie eine flächendeckende öffentliche Versorgung mit Krankenhäusern im Gesundheitswesen zu haben, dann lasst uns auch gemeinsam für die Zukunft streiten an der Seite unserer politisch Verantwortlichen für eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft der Klinik Nordoberpfalz AG in öffentlicher Hand unter der Tarifbindung. Dafür euch herzlichen Dank erstmal den Stadträten in Weiden, stellvertretend für alle politisch Verantwortlichen, die heute hier sind. Wir brauchen auf Bundesebene, lieber Uli Grötsch, ja, Rahmenregelungen, die es möglich machen, damit eben nicht, wenn du nur 299 Geburten in Tirschenreuth vorweisen kannst, dann möglicherweise dort die Geburtenstation schließen musst. Also wir brauchen eine Politik mit Augenmaß und wir brauchen wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die es uns auch möglich macht, vor Ort entsprechend Politik zu gestalten und öffentliche Daseinsvorsorge möglich zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich sollten Tarifverträge die Beschäftigten schützen. Eigentlich sollte es so sein, dass wir in Tarifverträgen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den Dienststellen und Betrieben dafür streiten können, über Tarifverträge ihre Arbeitsbedingungen, ihre Arbeitszeit, ihre Entlohnung zu sichern. An verschiedenen Stellen gelingt das nicht. In Bayern ist die Situation so, dass rund 51% der Beschäftigten in Bayern nicht unter eine tarifvertragliche Bindung fallen. Das heißt, jeder zweite, ihr könnt euch einmal abzählen, wie viele das dann sozusagen allein hier auf der Versammlung wären, jede zweite Kollegin, jeder zweite Kollege hat keinen tarifvertraglichen Schutz. Und das ist politische Verantwortung. Deshalb streiten wir für ein Tariftreuegesetz und Vergabegesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb nehmen wir uns auch das Recht heraus, dort, wo es keine Tarifverträge gibt oder keine Tarifbindung mehr gibt, uns dafür einzusetzen, im Zweifel mit Streiks, wenn sie gefordert werden, Kolleginnen und Kollegen. Das sage ich deshalb, weil, ihr habt es ja mitgekriegt, in den letzten Wochen und Monaten haben wir im öffentlichen Dienst die eine oder andere Auseinandersetzung auch öffentlich ausgetragen. In Deutschland sind Flughäfen bestreikt worden. Wir haben mit der EVG die Bahn bestreikt. Wir haben im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Personennahverkehr gestreikt, in allen Bereichen. Und während dieser Zeit gab es dann auf einmal ganz kluge Menschen auf Arbeitgeberseite, die erklärt haben, ja, also so kann es ja nicht gehen. Bei uns in Deutschland ständig diese Streiks, das ist ja eine Verunsicherung der Bevölkerung, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und sie wollen die Hand an unser Streikrecht
legen, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben seit über 150 Jahren in Arbeitskampfauseinandersetzungen die Arbeit niedergelegt. Nicht, weil wir es unbedingt wollten, sondern weil die Arbeitgeber mit uns um Centbeträge feilschen, während sie in Sonntagsreden klären, dass in der öffentlichen Daseinsvorsorge, in der Pflege allen voran es wichtig ist, dass wir die Menschen haben, die hier arbeiten. Aber sie wollen, wenn es dann darauf ankommt, mehr Lohn zu zahlen, das nicht mehr wissen und wollen an diese, also nicht nur nicht mehr Lohn zahlen, sondern sie wollen auch an unser Streikrecht herangehen. Das werden wir uns nicht gefallen lassen. Unsere vorherigen Generationen haben es sich genommen und wir werden es uns nicht nehmen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Mitte der Gesellschaft leidet aktuell, ich habe es schon angesprochen, unter einer Inflationsrate, die noch nie da war. Unter Energiepreissteigerungen, die uns allen sehr, sehr viel abverlangt, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Situation, dass Eltern nicht wissen, im letzten Herbst und auch in diesem Jahr nicht, wie sie es denn hinkriegen sollen, beispielsweise ihre Kinder tatsächlich zu Weihnachten ein Geschenk zu machen. Wir haben über 2,5 Millionen Kinder in diesem Land in Armut, Tendenz steigend. Wir haben eine Armutsrate, die in Deutschland und auch in Bayern um sich greift und stetig steigt, Kolleginnen und Kollegen. Während auf der anderen Seite, auf der Sonnenseite des Lebens, die Gewinne und die Einkommen der Reichen stetig steigern, Kolleginnen und Kollegen. Unser Problem ist heute an vielen, vielen Stellen, nicht, dass kein Geld für soziale Politik da ist, sondern wir müssen es uns dort nehmen, wo es liegt. 10% der Bevölkerung haben über 60% des Vermögens in dem Land und in der Zeit der Krise, wo wir miteinander uns überlegen, wie wir damit zurechtkommen können, sind ihre Gewinne gestiegen, Kolleginnen und Kollegen. Das kann nicht sein. Dagegen müssen wir uns stemmen und ich rufe alle politisch Verantwortlichen auf, uns an diesem Kampf an der Seite zu unterstützen. Alex, vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Ein kleines spritziges Getränk. Nimm's mit und vielen Dank, Alex. Danke.